Morgen. Ist es nicht mehr, es ist schon gleich 11 Uhr. Ich habe nur noch eine Stunde Zeit und fange. Oh nee. Ja doch. Wollte eigentlich jetzt anfangen mit Schneiden, aber jetzt klappt das wieder nicht. Ach Mann, weil ich immer Probleme habe mit diesem Programm. 11 Uhr jetzt. Gut, okay, alles klar. Also, ich wollte eigentlich jetzt anfangen zu schneiden. Irgendwie macht der Computer gerade wieder Mucken. Ausschalten, anschalten, ausschalten, anschalten. Kennen wir ja die ganze Prozedere. Das ist ein Krampf. Und dann sehen wir uns gleich im Laden wieder. Ach ja, und gleich habe ich für euch einen echten Klassiker. Ein Klassiker an Hässlichkeit kaum noch zu übertreffen. Manche finden sie auch schön. Gibt sogar einige Leute, die sowas sammeln. Für mich ist es einfach nur, damit hat jemand jetzt seine Schulden bezahlt bei mir. Und dann ist das gut. Na, ich habe in Zahlung genommen, sozusagen gegen Schulden. Damit ich immer einen Gedanken, ein Ding aus dem Kopf habe. Jetzt schon mal gut. Aber ihr könnt euch darauf freuen. Das werden wir uns heute mal angucken, vielleicht sogar reparieren. Schauen wir mal. Okay, ist 11:47 Uhr. Ich muss den laden. Also. Ich habe ja zwei Videos zu schneiden eigentlich und da habe ich jetzt eine, das habe ich jetzt geschnitten. Nicht wundern, dieses eine spezielle Video, da geht es um Pedalen. Seht ihr ja, ist natürlich anders geschnitten als meine Vlogs. Wenn ich meine Vlogs so intensiv durchschneide wie das Ding, dann da werde ich, aber da bräuchte ich 4, 5 Stunden locker für. Und das kann ich nicht. Die schneide ich großzügiger, da lasse ich Atempausen drin und so weiter. Hier, das ist hintereinander weg mit den Hochpedalen. Das Video ist wieder so hintereinander weggeschnitten, so wie diese ganzen Tommy repariert Videos nochmal sind. Und seit langem habe ich mal wieder jetzt so ein Video gemacht. Das habe ich jetzt geschnitten. Das veröffentliche ich jetzt. Der Vlog kommt dann später. Aber wahrscheinlich eben, wenn ihr den Vlog seht, dann ist er ja schon draußen. Also deswegen nicht wundern. Manchmal ist es halt so, dann verschiebt sich das so ein bisschen. Weil es wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Gleich sehen wir uns im Laden. Bei wunderschönem Wetter wieder. Oh Mann, ist das geil. Ist das geil. Ist das ein geiles Wetter. Ich freue mich so. Ey Mann, ist das geil. Oh, blauer Himmel, Sonnenschein. Und wir dürfen nicht draußen sitzen. Es ist doch unglaublich, oder? Was haben wir denn da unten? Yeah, das ist dieses wunderschöne, doch recht eigenwillige Konstrukt. Spartamet Multipower System mit Sachs Motor Benziner. Schauen wir uns gleich mal näher an. Ich muss jetzt erstmal ein kleines Video für euch hochladen, oben noch ganz schnell. So lange seid ihr noch mal auf euch allein gestellt. Vielmehr der Laden ist auf sich allein gestellt. Offenbar schon. Ich bereite alles vor und dann sehen wir uns gleich mit dem ersten Auftrag. Ja, leicht bekleidet hier wie im Sommer. Ich fühle mich auch wie im Sommer. Also, geht los. Video ist hochgeladen. Ich hoffe, gefällt euch. Ach Gott sei Dank, ist das geschafft. Jetzt will jemand draußen Kettenöl geliehen. Und dann bin ich gleich wieder hier und leg hier los. Strike. Das Rad gestern, das wisst ihr, das Bello-Rad, was ich aufgebaut habe, verkauft sofort. Der erste Kunde, ich suche ein Fahrrad. Ist ja hier 90 Euro. Gestern noch gebraucht. 90 halt genau. Ja. Hat sich drauf gesetzt, ist eine Profahrt gemacht, sagt geil, 40, 40, geil. Bellissima, Italiener. Ne? Sieht aus wie der letzte Husten, fährt sich aber gut, hat er gleich genommen. Und damit gekauft. Wunderbar, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Der erste Auftrag heute. Es sind immer wieder die gleichen Sachen. Die Leute kommen an und sagen, mein Hinterrad eiert. Und dann gucken wir uns mal an, warum das eiert. Ich habe eine 8 drin. Nee, ist keine 8. Es ist der Reifen. Und zwar auf der Seite sieht man es sehr, sehr deutlich. Ich muss gleich herum, seht ihr das? Da. Da ist der Übeltäter. Aufgerissen. Da unten, da aufgerissen. Ich weiß, es ist keine Kamera für Zoom-Aufnahmen. Da noch ganz, da aufgerissen. Was muss man machen?
den Reifen tauschen, dann läuft das Ganze schon viel ruhiger. Und das mag sein, dass auch eine kleine 8 drin ist oder so. Aber die Hauptursache von dem Gewackel am Hinterrad ist definitiv der verschlissene Reifen. Ein Reifen, der wahrscheinlich mit viel zu wenig Luft, ja, mit viel zu wenig Luft gefahren wurde. Und da muss man einfach einen neuen kaufen. Ja, war? Das ja auch Dinger früher. Ein Sachsmotor, meine Fresse. Ja, ja, klar. Damals stand nur Sachs drauf und wart ja auch noch ab. Den auch ab. So, einmal zusammenbauen, bitte. Na echt super, wie klappt denn hier die Arme schon? Und jetzt klappt alles. Klappt alles. Meine Herren. Oh, täuscht das alles, schiefet. Der täuscht alles wie Sau. Das ist ein schiefet Schutzblech. Untergrat. Okay, haben wir fest. Den Sattel. Sattelhöhe 5 cm. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Ich bin total verwirrt. Mann, so viel zum Wegschneiden. Schade. So, neues Schaltwerk. Ey, flippt gleich los. Ich fasse es nicht. Was ist denn los mit mir? Ey, mit diesen Handschuhen habe ich das Gefühl nicht. Sag ich euch so, wie das. Ich habe die Handschuhe an und die anderen runter. Oh, ey, was ist denn los? Ich kann mit Handschuhen nicht arbeiten. Fällt eben alles runter. Gott sei Dank. Habe ich das Rad jetzt gleich los hier. Oh, bin ich froh. Das Rad bin ich natürlich nicht los, wenn ich den Zettel nicht mehr habe. Das wäre ja doof jetzt. Meine Güte, 5 Bonboxen, eine Tüte. Okay. Ja, ich komme nicht zum... Ich komme nicht voran hier heute. Na ja, komm weg damit.
Okay, haben wir. Läuft. Jetzt muss ich den Anruf von den Kollegen und weiß aber nicht, welche Nummer er hat. Schade. Da ist er doch, Mann. Die Chance auf ein Video stirbt zum Schluss. Hier, Hollandrad mit extrem wackelndem Vorderrad. Ist es der Konus oder was ist es? Wir schauen mal nach und ihr seid mit dabei. Achse gebrochen. Achse gebrochen. Und auch noch die dünne Achse. Am Vorderrad habe ich das noch nicht gehabt. Hier im Laden tatsächlich. Ich hätte noch eine komplette Achse da. Nehmen wir mal so wie das. Die ist durch. Sie will damit fahren. Also muss es neu. Was soll ich dazu sagen? Also hier. Das ist nichts. Das zum AA. Das muss neu. Das machen wir neu. Ah, das ist doch super. Und fertig aus. Und das Rad läuft wieder. Fertig aus. Jetzt wird noch gekontert und das war's. Aber das erledigt, ist doch geil, die freut sich doch. Ja, dann gibt es nur noch eine Sache zu machen und zwar muss das Vorderrad, die Gabel, das Vorderrad muss ja in die Gabel und die Gabel ist sehr schmal für die schmale Achse. Die muss dann natürlich, soweit es mir tut, aber eben aufgefeilt werden. Also da muss diese Aufnahme, das Ausfallende, muss ein bisschen aufgefeilt werden. Kann man sich drüber streiten, ob man das machen soll oder nicht, aber in dem Fall ist es unumgänglich. Es ist fertig. Also das heißt, unumgänglich ist es nicht. Natürlich, man könnte jetzt ewig suchen im Netz, bis man dann eben so ein Ding findet. 2-3 Tage warten, will sie nicht, sie will das Ding morgen fahren, fertig aus. Die Sache ist so, in der Situation ist es gerade unumgänglich und das stört auch keinen, wenn da links und rechts ein halber Millimeter wegkommt. Dass das Ding drin passt.
Perfekt. Eine scharfe Feile ist schon viel wert. Ja. Haben wir. Jetzt mache ich noch den Schaltzug hier und das war's dann für heute. Gott sei Dank. Okay, das ist die Arbeit für morgen. Ich werde wohl morgen wieder ein bisschen früher in den Laden kommen. Und naja, nicht aufhaben, sondern einfach gleich früh anfangen und durchrocken. Ah nee, weg nicht. Ich muss ja morgen schneiden für euch. Oh, heute noch schneiden, zu Ende schneiden, morgen früh gleich schneiden, den Block von heute schneiden. Aber es wird da nicht so viel. Was ist hier zu tun? Hier, Schrittlager ist total kaputt. Hat sie gerade gekauft? Völlig asymmetrisch drin hier, bestimmt alles hinten und vorne nicht. Das soll ich mir mal angucken. Und hinten der Reifen ist, der Schlauch ist platt. Das ist ja nur eine Kleinigkeit. Dann haben wir hier auch von einem Nachbarn das Rad. Da ist ein kurioses Knacken in der Nexus. Dreigangnabe zu hören. In einem Fahrradladen hier um die Ecke haben sie gesagt, der Tretlager muss getauscht werden. Das sehe ich aber eigentlich nicht, weil das hat überhaupt kein Spiel, wackelt nicht. Ich habe drauf gesessen, bin gefahren und ich denke, dass das eher Knacken eher von der Nabe kommt. Und beim Hollandrad, da fängt man erstmal beim Hinterrad sowieso an. Guckt erstmal, macht erstmal einen Kettenschutz ab, guckt erstmal, was ist los. Vielleicht ist es ja auch die Kette. Es lässt sich immer dieses Knacken, was sich über den Antrieb überträgt, lässt sich immer nicht so genau orten. Wo kommt das genau her? Jetzt räume ich ein, macht zu. Wir sehen uns morgen wieder. Macht der Tut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Haltet durch.